Meine Damen und Herren, bitte klappen Sie die Tische hoch, bringen Sie die Sitze in eine aufrechte Position und schnallen Sie sich an. Denn jetzt kommt das Manchester Derby. Nach Chelsea, Liverpool und Arsenal folgt mit Manchester City das vierte Topspiel in Serie und damit willkommen zurück zu FIFA 06. In der letzten Folge durfte ich mir selbst ein kleines Geburtstagsgeschenk geben. Mit 3:0 wurden die Gunners nach Hause geschickt. Und jetzt, einen Tag später, fühle ich mich mit meinen frisch panierten 24 Jahren alt genug, um auch diese Partie zu gewinnen. Und bevor jetzt noch weitere Worte verloren werden, lassen wir lieber Taten sprechen und stellen auf dem Platz klar, wer die Nummer 1 in Manchester ist. Los geht's. Manchester United gegen Manchester City. Die Massen hier in Manchester sind natürlich aus dem Häuschen. Und der vermeintlich große Manchester United kann aber nicht hundertprozentig sicher sein, heute Manchester City zu schlagen, Patrick. Nein, Thomas, wenn man von der Papierform ausginge, wäre natürlich Man U klarer Favorit. Denk mal an all die Titel, die Manchester United in den vergangenen Jahren geholt hat. Aber solche Stadtduelle haben eigene Gesetze und das könnte auch heute greifen. Und es gibt eine spontane Unterbrechung. Eine Sekunde. So, weiter geht's. Gabriel Heinze. Also nach wie vor, ich bin schwer begeistert, dass EA, auch wenn sie normalerweise so gar nicht mehr in der Sympathie haben, sich bei den Kommentaren dann wirklich extra Mühe geben und bei einem Derby eine völlig neue Anmoderation machen. Das macht das Ganze einfach so viel authentischer. Großartig. Gabriel Heinze. Ja, sie haben es gesagt. Manchester United ist in diesem Derby der Favorit. Zumal wir zu Hause spielen. Jetzt der Einwurf. Und klar an der Tabellenspitze stehen. Da hat unser ewiger Rivale tatsächlich etwas nachgelassen. Der Verteidiger. Ryan Giggs. Schöner, hoher Querpass in den Strafraum. Aber ich muss, denke ich, nicht erwähnen, dass bei einem Derby die Position in der Tabelle überhaupt keine Rolle spielt, sondern dass da jede Mannschaft immer zu 100% motiviert ist. Gabriel Heinze, der Ball ist seiner. Und von daher sollten wir uns tatsächlich auch Mühe geben, hier wirklich ernst zu bleiben. Paul Scholes. Ein Zuckerpass, das können nicht viele auf der Welt. Ja, wir haben hier tatsächlich eines. Sie sind wieder in Ballbesitz. Der emotionalsten und ältesten Derbys der Insel. Auf dem Platz. Und natürlich gibt es auch hier ein bisschen Historie. Wobei diese tatsächlich diesmal nicht mit Politik oder Ähnlichem verbunden ist. Nein. Gabriel Heinze. Manchester United wurde ja 1878 gegründet und zwar von Eisenbahnarbeitern. Michael Silvestre. Das einzige Problem daran war, dass der allermeiste Teil dieser Eisenbahnarbeiter nicht aus Manchester kam, sondern was er da macht. Tolles Dribbling. Tatsächlich von Iren geprägt war. Da war er tatsächlich noch mit den Fingerspitzen an diesem Kopfball. Das war natürlich Grund genug für City zu sagen, dass City der einzige wahre Manchester Club ist. Dieses Abseits sollten wir uns noch mal genauer anschauen. Und dass die Herren von Man U damit nicht einverstanden waren, wiederum versteht sich auch von selbst. Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, das Erstaunliche. Wir haben den Gegnern den Ball wieder abgenommen. Beide Clubs hatten zunächst ganz andere Namen. Manchester United wurde
im Stadtteil Newton Heath gegründet und hieß dann eben auch erst Newton Heath Football Club, während City im Stadtteil West Gorton gegründet wurde und zunächst Hartwick FC hieß. Manchester United erhielt seinen Namen erst Rüd, was machst du denn da? 1902. Man City erhielt den Namen. Er ist fest entschlossen. 1894. Nicht gut getroffen. Cristiano Ronaldo. Und während. Upsala, während. Der eine Schiedsrichter gibt's, der andere nicht. 50-50. Manchester United bereits seit 1910 seine Derbys im Old Trafford austrägt. Existiert das momentane City Stadium erst seit 2002. Es hieß ja erst City of Manchester Stadium, bevor dann die Herren von Etihad zum einen den Namen des Stadions geprägt haben und zum anderen City den Ruf als Scheichklub eingebracht haben. Was natürlich der Derby-Atmosphäre nicht gerade zuträglich war, denn ab sofort war City der neureiche Club ohne Tradition etc., was natürlich nicht wirklich richtig ist. Der City hat durchaus eine Tradition. Kann er den Ball flanken? Köpft den Ball aus dem Strafraum. Die Defensivspieler zeigen hier gute... So, was können wir zur Derby-Historie? Autsch! An sich sagen, erstmal nichts. Keine gute Grätsche, das ist auf jeden Fall gelb. Keine Überraschung, dass der Schiedsrichter da gelb gibt. Es wurden bisher, Stand jetzt, weit nach vorne gepasst. Über 170 Derbys ausgetragen. Aber er hat den Blick für die Situation. Die Statistik spricht dabei bisher doch etwas deutlicher für die Red Devils. Michael Silvestre. Aber in den letzten Jahren hat man gesehen, dass City hier durchaus auf Augenhöhe spielt. In letzter Zeit mehr denn je. Wo das Geld dann doch mal seine Wirkung zeigt. Rüd kommt doch aus dem Abseits. Ryan Giggs. Kann er hier flanken? Zu 10 steht City da hinten im Strafraum. Also, das ist nicht gerade wirklich eine offensive Einstellung. Und entsprechend wenig geht hier auch gerade. Ja, Ryan. So nicht. Gleich ist Halbzeit und noch haben wir keine Tore gesehen. Cristiano Ronaldo. Nein, und da steht immer irgendein Manchester bei einem Weg. Ah, und immer diese Stoßangriffe. Gabriel Heinze. Naja, Stoßangriffe Michael sind das Silvestre. Nicht. Es ist einfach blendender Ball nach vorne hauen. Cristiano Ronaldo. Findet er die richtige Anspielstation? So, gleich ist Halbzeit. Und Wayne Rooney. Dieses Abseits schauen wir uns nochmals genau an. Macht heute den Ryan Giggs. Steht bereits zum dritten Mal im Abseits. Gabriel Heinze. Ein sehr gutes Tackling des Verteidigers in dieser Situation. So, und jetzt zaubert Roy Keane. Ruud van Nistelrooy. Aber auch an Ruud van Nistelrooy noch nicht in der Partie. Schade natürlich für die Fans, dass sie hier so wenig Torchancen gesehen haben. Aber wie soll das auch klappen, wenn der Ball meistens im Mittelfeld ist? Noch sind 45 Minuten zu spielen. Was werden wir jetzt noch geboten bekommen? Nein, ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben. Das passiert tatsächlich herzlich wenig. Im Moment bin ich wohl etwas noch gehemmt durch diese Derby-Atmosphäre. Diese Mannschaft weiß, der Schlüssel für die Erfolge ist die kompakte und geschlossene Defensivarbeit. Paul Scholes, das ist der sogenannte tödliche schnelle Pass. Jetzt muss eine... Und er trifft den Pfosten, der Ball prallt ins Aus, da hat der Torwart Glück gehabt. Schade ist es allerdings trotzdem, dass das Derby hier... Guter Angriff, jetzt sollte er das Spiel schnell... Erst am 13. stattfindet, denn das allererste Derby zwischen Man United und Man City fand tatsächlich am 12. November 1881 statt, das heißt an meinem Geburtstag, und zwar gestern vor genau 135 Jahren. Da muss ich sagen, bin ich tatsächlich sehr stolz drauf.
Da haben sie gut agiert, um den gegnerischen Angriff zunichte zu machen. Damals traten sie natürlich noch unter ihren anderen Namen Newton Heath und Wes Gordon auf. Das Derby endete zugunsten der Red Devils. Paul Scholes. Ah, sehr mutig. Nicht so schlecht, dieser Pass. Wir warten auf die Flanke. Hoher Querpass. Ne, ab nach vorne damit. So. Da hat der Verteidiger ein weiteres Mal sehr gut aufgepasst. Ne, den kriegt er nicht. Tja, leider muss man sagen, auch wenn es schon einige sehr spektakuläre Derbys gab in der Historie, so zum Beispiel, was war es, 9-10, das 4-3 von Man U im Old Trafford oder 2011-12, das 1-6 für City im Old Trafford, die höchste Derby-Niederlage, die Sir Alex Ferguson je erleiden musste, oder auch die nächste Niederlage überhaupt. Wunderbarer und fairer Zweikampf. So gestaltet sich das hier doch sehr ärmlich. Nur im Mittelfeld statt. Aber es geht heute irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht so richtig warum. Ich wollte eigentlich direkt zu Ryan. Ryan Giggs. Und das sind dann die Dinge, die noch dazukommen. Es klappen auch einfach normale Dinge nicht. Der Ball ist wieder im Spiel. Ja, natürlich. Faires Spiel des Abwehrspielers. Wie ich einfach 10-mal so lange brauche, bis ich einem Gegner den Ball abnehmen darf. Cristiano Ronaldo. Er hat ihn. Und jetzt, wohin damit? Ist aber auch keiner zum Helfen da. Also, was City gut macht, ist das Dichtmachen von Räumen. Ryan Giggs. Was sie nicht machen, ist nach vorne spielen. Was üben sie da für einen Druck aus? Mit den Fingerspitzen gerade noch am Ball. Und auch Großchancen können noch nicht genutzt werden. Das ist Eckball. Und so langsam möchte ich nicht sagen, dass die Zeit knapp wird, aber ein bisschen schon. Cristiano Ronaldo. Michael Silvestre tatsächlich heute sehr beherzt. Faires Tackling und er während andere Leute einfach zu lange brauchen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aggressiv werden hier. Sehr, sehr gutes Auge bewiesen. Ein sehenswerter Querpass. Ryan Giggs. Ein wunderbarer Pass aus dem Fußgelenk genau in den Lauf des Stürmers. Aufs Tor! Sie bekommen den Ball einfach nicht am Torwart vorbei. Der Schiedsrichter. Nein, und die Ecke ist viel zu lang, das kann überhaupt nichts werden. Er zieht ab! Hier nochmal das Ryan Giggs in der Wiederholung. Im Abseits! Ich hatte ihn ja schon fast vermisst. Welche das Überraschung! War ein Geschenk. Dass ein Haus Goals aber nicht annehmen kann. Der Gegner natürlich anders sieht. Also ich kann schon verstehen, wenn nicht jeder etwas härter geführte Zweikampf eine gelbe Karte nach sich zieht, aber hier wäre sie mit Sicherheit angebracht. Cristiano Ronaldo. Zum Kotzen! Ich habe extra noch passen gedrückt, damit er nicht schießt. Mitspieler versucht, und heute reagiert auf die Tastatur einfach echt so behindert. Schussposition zu bringen. So. Ein böses Foul. Er sollte sich dafür schämen. Die Auswechslung erfolgt jetzt gleich. Für ihn geht hier nichts mehr. Ja, wenn ein Paul Scholes einfach läuft wie ein behinderter Spastiker. Oh je, nach diesem Schuss möchte der Stürmer am liebsten im Erdboden versinken. Die Begegnung ist jetzt schon fast vorbei und immer noch kein einziges Tor. Paul Scholes.
Ryan Giggs. Richtige Position hier für eine Flanke. Ne, und auch Andrew van Nistelrooy kommt heute einfach nicht zum Zug. Ruud van Nistelrooy. Wayne Rooney. Da bekommt da er ist ja überhaupt keiner. Tja, aber liebe Leute, ich bleib dabei, ich wiederhole keine Partie. Wenn es ausgeht so, dann ist es so. Wir müssen heute mit der Punkteteilung zufrieden sein. Das Spiel endet mit einem Unentschieden. Eins ist klar, diese Partie wird nicht als ein Klassiker in die Annalen eingehen, Thomas. Vielen Dank für deine Unterstützung beim heutigen Spiel, Patrick. Tja, und das Spiel hat keine Highlights gefunden. Ich denke, das spricht Bände, das sagt eigentlich alles. Entsprechend groß ist auch meine Enttäuschung. Ihr seht ja, wie aktiv City gewesen ist, genauso aktiv wie Arsenal. Also, das war ein Wochenende, in dem der Gegner, naja, so harmlos war, dass wir Edwin van der Sar auch komplett in den Urlaub hätten schicken können. Null Schüsse, trotzdem auch von uns erbärmlich wenig. Und entsprechend einzig in der Abseitsstatistik stellen wir einen neuen Allzeitrekord auf. Aber das hilft uns nicht weiter. Also 0:0 und wir gehen zurück ins Menü. Nun, meine Damen und Herren, das erste Derby zwischen Manchester United und Manchester City endet 0:0. Und damit gibt es tatsächlich in der Premier League auch die ersten Punktverluste für die Red Devils. Das erste Unentschieden nach 11 Siegen in Folge. Trotzdem bleiben wir natürlich ungeschlagen an der Tabelle. Aber gerade weil es ein Heimderby war, schmerzt es doch und es fühlt sich einfach auch ein bisschen wie eine Niederlage an. So fühlt sich das für den FC Bayern immer an, wenn er ein Spiel nicht gewinnt. Aber hier schmerzt es doch umso mehr. Aber darauf müssen wir aufbauen und Kraft für die nächsten Partien sammeln. Die Ansammlung an Topspielen, das seht ihr, ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt kommen wieder normale Gegner, wobei Middlesbrough auf Platz 3 steht. Also zwar kein großer Gegner vom Namen her, aber von der Tabelle umso mehr. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in altgewohnter Stärke wieder. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal.